Hier kommt das Beste gleich zu Anfang des Videos. Ja, null Pokale. Der Fabi hier von den Newbies hat sich auf null Pokale runtergedefft bzw. runtergedroppt. Und ihr könnt euch vorstellen, von 6116 Pokalen auf null, das dauert und erfordert Geduld. Also ich, Fabi, hätte da wirklich keine Lust drauf. Aber worauf ich Lust habe, ist der Budenzauber heute. Und los geht's. Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher. Hier bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan True Voicer. Ich will die Clasherin mal nicht mehr so in den Hintergrund drängen. Also ich sage ja immer nur, liebe Clasher, Clasher, Clasher. Nein, es gibt natürlich auch Clasherinnen. Auch hier bei den True Voicers haben wir wieder eine kleine weibliche Note reingekriegt. Freut mich ganz besonders. Und dann ist die Black Beauty nicht ganz so alleine hier bei uns, unter uns Männern. Also wir haben hier hart weiblichen Touch reinbekommen. Aber ich beginne heute die Dorfbesuchsfolge, also den Budenzauber, so heißt es ja, hier mit den vier hier, die habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ich mal umgeschaltet habe, also Hades, Niggi, Phoenix, Phaser, ich grüße euch alle aus dem Clan Bright Klinken und dem Phoenix ganz, ganz besonders, denn der ist es, der uns so abgenervt hat hier mit seinen ewigen Einladungen von Hades, von Niggi, von Phaser und hat es die ganze Zeit nicht gesagt. Ist ja eine total lähme Aktion eigentlich und völlig überflüssig hier, ja, dass sich ein erwachsener Mensch oder vielleicht ist auch gar kein erwachsener Mensch, wissen wir nicht, einfach dazu hingibt. Ich meine, er hätte ja sagen können, du, ich hole mal gerade einen Twing von mir, der kriegt ein paar Truppen und dann geht er wieder raus. Nein, der wurde hier immer wieder eingeladen und wir haben natürlich immer wieder rausgeschmissen, also totaler Scheiß, sage ich mal. Und also viele liebe Grüße, Phoenix, die Aktion war unnötig und ist irgendwie, gehört es in die Kinderschublade. Aber ich habe natürlich heute ein paar Dorfbesuche für euch vorbereitet und wir legen auch gleich los. Ich glaube, ihn freut es am meisten, den Enderkräfter. Der Enderkräfter war auch schon bei mir im Stream und ist hier in Rathaus Level 8 und ich weiß, er ist nicht abgefarmt. Truppen gehen noch und ich glaube, er ist auch noch nicht ganz so lange 8. Aber man hätte natürlich schon den Drachen auf Rathaus Level 7 auf 2 bringen können und auch die Hogrider auf 2 bringen können. Ja, das ist dann immer so der Drang, so, ah, ich will jetzt den Päcker. Ja, den kriegst du natürlich erst auf Rathaus 8, aber das Dorf hier sieht auch genauso aus. Also er ist noch nicht so lange Rathaus 8 und ich denke mal, das geht auch so in Ordnung. Hier ist auch Aktivität drin, also je nachdem, wie viele Bauarbeiter du da hast. Aber hier, ich sehe, der Magierturm geht schon mal hoch. Der jetzt nämlich nachgekommen ist und der ist schon ein Level höher gegangen. Also hol das nach, was du versäumt hast. Es ist im Moment noch nicht so viel, aber wenn man das so ein bisschen schlürren lässt und immer mal wieder ein bisschen was auf die Bank schiebt, na, dann stehst du irgendwann da und wunderst dich, warum du die Hogrider immer noch auf 2 hast, aber schon Rathaus 10 bist. Und deswegen lasst euch ruhig Zeit in den Rathausstufen 6, 7, 8, 9. Macht möglichst viel. Mit eurem Dorf hier, denn ihr verderbt euch selbst den Spielspaß, wenn ihr zu stark anfangt hier zu rushen, also das Rathaus zu rushen und irgendwann geht es dann gar nicht mehr, dann merkst du das auch, die Clans wollen dich nicht mehr haben oder es gibt natürlich auch reine Rusher-Clans, die sagen, wir nehmen hier jeden, aber ich denke mal, bei ihm wird das hier schon, die wären glaube ich auch schon ein Level höher gegangen auf Rathaus 7, also das dauert dann ja auch, ja, also macht das ruhig auf niedrigen Rathausstufen, aber sonst, klar, Mauern hat er auch als Siebener noch nicht alle gemacht. Da sind noch ganz, ganz viele Sechser-Mauern. Dazwischen Bogenschützentürme sind jetzt auch schon mal hoch. Ein Level sind zu höher gegangen. Ist ganz in Ordnung hier, finde ich, so eine Base. Aber Endercrafter, ja, mach ein bisschen mehr aus deinem Dorf. Und ich gucke weiter in meine Textdatei. Also ich werde heute auch natürlich wieder nicht alle schaffen. Die ich nicht schaffe, kommen dann in den nächsten Folgen dran. Das müsst ihr mir nachsehen. Denn das würde hier sonst immer den Rahmen absolut sprengen hier. Wir sind hier beim Adrian 1408 vom Clan Denkmalschutz. Und nicht schlecht, es gibt ja auch echt coole Clan-Namen. Denkmalschutz, glaube ich, gehört mit dazu. Er ist sogar der Leader mit einem, ja, ich würde mal sagen, ganz guten Rathaus 9 hier schon zugange. 17er König, 15er Queen. Das ist schon mal nicht schlecht. Da haben die ihre dritte Fähigkeit. Oh ne, ich sehe es gerade links. Oh, du bist ein 10er Mann. Naja, was soll ich machen? Da habe ich mich gerade verschummelt. Ich gucke nochmal gerade in deine Truppen rein. 4, 5, ja okay, Päcker jetzt schon hoch. Bowler hoch, ja.
Man kann da was mitmachen, aber die Helden, na, auch bei uns im TrueVerse 2, da wollen viele schon so mit 17, 18, 19, 20er Helden auf 10 gehen. Ihr tut euch da keinen Gefallen mit, Leute. Glaubt es mir, der Start mit Helden oberhalb der 25 im RH10-Bereich fällt einem extrem leichter, wenn man die schon so hoch hat, wenn man die Truppen vor allen Dingen auch hat. Und auch der Adrian hier hat, glaube ich, einiges, obwohl die Truppen hat er eigentlich, ja. Die sind nicht schlecht, Hund fehlt noch und der Drachen geht jetzt auf 5, ja. So schlecht ist es ja nicht. Einmal noch die Zauberfabrik, die dunkle, dann hast du auch den Skelly-Spell und dann geht das hier. Also grenzwertig, aber er hat jetzt Infernos. Ja, ja. Mensch, na, das macht mich immer ein bisschen nölig, muss ich sagen. Das merkt er, glaube ich, auch. Ja, wenn jemand eigentlich gut anfängt zu clashen, aber dann irgendwo so die Biege nicht mehr so richtig kriegt. Und ihr wisst selber, wie lange es dauert, jetzt die ganzen Sachen hier so nachzumachen. Und vor allen Dingen, Adrian, ich rate dir, 240 Truppen als RH10 ist must-have. Also die solltest du auf jeden Fall ausbauen, denn sonst hast du keine Chance als RH10 lange hier, ich nenne es mal so, zu überleben. So, die dritte Tag. Da haben wir den Paul. Oh, Paul vom Clan TrueVerse 2. Okay, ich nehme die Texte, wie sie kommen, also es steht ja nie dabei, ich bin in TrueVerse 2, bitte nimm mich. Also gucken wir uns den Paul hier einfach mal an. Und ja, da sehen wir eigentlich schon ein ganz stabiles Dorf hier. Helden sind natürlich nicht so hoch. Ja, das sind ja so die typischen RH9er, die wir hier sehen. 10, 11er Helden, aber X-Bogen habe ich schon mal auf 3. Ja, das hilft mir leider im Matchmaking-Ranking nichts. Und die Base kommt mir auch ein bisschen bekannt vor hier. Ich hätte fast gesagt, die habe ich auch mit allen meinen 9ern. Ja, also scheinbar hält sie. Ich nenne die Base ja immer Save the Dark Base. Also das Dunkle schön voll in der Mitte hier. Alles rundherum platziert, natürlich ein bisschen sinnvoll. Das heißt, die Magiertürme decken hier so ein bisschen die Luftabwehr mit ab. Das sieht man hier schön in den Ecken. Und so ist das eigentlich auch geplant. Es ist gar nicht mal geplant, hier die Pokale zu behalten. Sonst würde das Rathaus in der Mitte stehen und nicht der Pott mit dem schwarzen Zeug drin. Aber sieht hier eigentlich, ja, ich würde mal sagen, ganz gut aus. Hat 220 Truppen. Die Clanburg ist natürlich auf 30er Status, also RH9 Niveau. Und da ist Dorf Kenne und ihr seht das, 2 Defenses. Ab und zu defft sie auch mal, aber du solltest mal dran denken, deine dunklen Zauber vielleicht auch zu machen. Ich weiß, ich bin auch nicht der Freund vom Erdbebenzauber, aber ja, man kann ja auch mal verspenden und Gift ist, finde ich, super, super wichtig und auch Eil finde ich super, super wichtig, denn je höher die sind, desto viel, viel effektiver werden die auch. Also, schönes Dorf hier. Ich finde es jetzt nicht schlecht. So, nächste Tech ist vom, er heißt bei mir Blobbercock. Bitte besuch mein Dorf. Natürlich machen wir das. Und wenn ihr eure Tags hier unter den Besuchsvideos nicht sofort seht, dann lege ich das einfach daran, dass wenn ihr die Raute davor setzt und die Zahl, beziehungsweise die Zahlen-Buchstaben-Kombination, dann landet das bei YouTube erstmal in den Spamfilter, wird rausgefiltert als anstößiges Wort. Ich ziehe die dann raus und gebe die Kommentare später frei. Also auch wenn ihr jetzt einen Kommentar setzt mit der Raute davor und denkt, ach du Scheiße, mein Kommentar wird nicht angezeigt. Ich werde ihn irgendwann dann einblenden, wenn ich mir die Text rausgeschrieben habe in meine Textdatei. Ihr kennt das, so läuft das hier in etwa. Und deswegen gucken wir uns trotzdem den Blobber hier an. Ich hoffe, er ist nicht abgefarmt. Ich bin das erste Mal drin. Shit. Aber ich glaube, ich brauche gar nichts. Der kann ruhig abgefarmt sein. Zudem brauche ich fast nichts mehr sagen hier. Air Sweeper ging bei mir auch als letztes hoch. Das ist eine Maxed Out RH8 Base. Tut mir leid, Blobber vom Clan THC24-7. Ich denke, alle, die dein Dorf jetzt sehen hier in tiefen Schwarz und auch deine Truppen hier sehen, außer den Golem und den Giftzauber, ist hier nichts mehr zu tun. Du bist Max Out RH8 und bist auf dem richtig guten Wege zu RH9, wo du dein Rathaus auch noch nicht mal gemacht hast. Super Sache hier also. Der Start auf RH9 wird dem Blobber hier leicht fallen. So, dann habe ich hier die nächste Tag. Kannst du mich mal besuchen, Toto? Fragezeichen. Ja, das mache ich. Das fragt hier bei mir, wer ist denn das eigentlich? Der Marc. Mal sehen, wie er hier heißt. Wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich gerade in die Kamera mache, ja? Alles klar. Alles klar, ihr wisst genau, was ich damit meine. Und was ich auch immer wieder unter diesen Dorfbesuchsfolgen, finden sich auch immer wieder Leute, bitte bewertet meinen Clan, kommt bei mir in den Clan rein. Und, das finde ich natürlich doof.
nehmt ihr mich wieder im Hauptplan auf. Ja, das gehört unter diese Videos nicht rein. Ich nehme immer den gesamten Text einfach aus den Videos raus und passte den rein. Deswegen sind natürlich auch so eine Kommentare, die ich quasi gerade vorgelesen habe, auch mit da drin. Aber wir haben hier den Markus M. vom Clan True Warriors. Gibt's ja gar nicht. Mensch, zweimal die True Warriors, gucken wir uns aber an. Dann habt ihr auch mal so ein bisschen so einen Blick, was wir hier aufnehmen. Wir hatten ja mal eine Regelung, Helden ab 15 bei RH9 und natürlich viele, viele CK-Sterne, sind wir alles von ab. Ja, wir nehmen auch stabile Leute auf, erwachsene Leute auf, die hier in etwa so aussehen. Die spielen bei uns halt in der unteren Range mit, das ist aber gar kein Thema hier, die können ja wachsen. Natürlich suchen wir sowas auch für Two vs. 2, also in beiden Clans nehmen wir solche Accounts auf. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Markus, ich glaube, der Markus war vorher auch da. Das Base-Design hier brauche ich gar nicht mehr erklären. Man orientiert sich da irgendwie so ein bisschen an mich. Und ich würde sagen, das Ding verlassen wir hier auch. Und ich hau euch die erste Pause mal eben um die Ohren. Der erste Pausenfüller kommt heute aus den eigenen Reihen. Es ist vom Hocke und er hat den Post hier bzw. die Wiederholung hier einmal gepostet mit den Worten: Das ist mein größter Clash of Clans Load ever. Und ich denke mal, mit weit über 2 Millionen Ressourcen hier plus das Dunkle. Und der Hocke braucht es ja vor allen Dingen noch, das kommt noch dazu. Er ist im Moment ja in der Legendenliga, der Bonus kommt also auch noch drauf. Und ist das sicherlich schon, ja, ist es eine krasse Nummer, gar keine Frage. Und vor allen Dingen, wenn du es noch brauchst und so einen findest, ist natürlich göttlich. Also die sind hier, die Legenden oben sind ja sowieso sehr gut von den Ressourcen her. Aber wenn du noch nicht Full Max bist, das heißt also, musst noch ein bisschen was bauen, musst noch deine Helden machen, dann kannst du hier oben natürlich super, super farmen, gar keine Frage. Egal ob Gold, Elex oder Dunkles, hier ist eigentlich, glaube ich, immer alles da. Selten, dass man hier so einen total abgefarmten sieht. Und er macht das hier sehr gut, ist ja im Moment auch Drachen-Event, passt also dazu. Und die Drachen auf Max-Level, ja, gehen natürlich schon gut durch die Base durch, gar keine Frage. Und ich glaube auch eher an der Stelle, dass er relativ nass auf den Lot war, gar nicht mal so aufs RH. Der Stern hier ist in jedem Fall drin, das Rathaus wird er, glaube ich, kriegt er leider nicht, aber ich denke mal, da konnte er jetzt auch drauf verzichten. Dann hat er nur so ein paar Pokelchen bekommen, also nicht wirklich viel, aber hier war einfach mal der Gier auf den Lot viel, viel größer als die Gier auf den zweiten Stern. Und ich denke mal, da freut er sich heute noch ein Ast drüber, wenn er den jetzt nochmal sieht. Also wirklich krasses Ding hier. Jetzt noch das Dunkle abgeräumt. Die dicken Bohrer da bis zum Rand voll. Okay, der Kollege hat es ja wahrscheinlich nicht gebraucht, denn ist auch ein Aktiver, das sieht man. Und hier kommt er jetzt noch mit dem King nochmal rein. Das letzte Lager da oben wird noch geholt. Oh, da oben sprotzt es nochmal so ein bisschen Elex. Aber trotzdem, super Lot hier. Ich denke mal, das ist, glaube ich, sein größter Lot in seiner Clash of Clans Geschichte. Also echt krasses Ding hier. Kann die Queen jetzt sogar noch zünden. Also richtig langer Kampf hier vor allen Dingen auch. Ah, schade, dass er da nicht mehr ans Rathaus kommt. Denn der X-Bogen, ja, wird das jetzt machen. Kriegt auch nicht mehr Lot. Aber trotzdem, ich denke mal, super Ding hier. Super Angriff. Ja, immerhin 7 Pokale. Freut man sich auch noch. Aber der Lot hier ist richtig krass. In jedem Fall klasse und krasser Lot hier von Hocke, also Hut ab und viel Spaß mit dem vielen Elex Gold und dunklen Elixier. Wir schauen hier gleich in die nächsten Tags rein, die ich noch habe. Also ich habe jetzt tatsächlich doch ein paar gefunden, die nur auf ihre Clans aufmerksam machen wollten. Und deswegen habe ich auch gar nicht mehr so viel Tags, aber wir können uns natürlich noch welche angucken hier. Wir gucken uns hier den Barbaren an. Der Barbar vom Clan was Besseres, nett. Aber das ist schon mal Ego-Stolz hier und er ist in der Titan League. Titan 2, super Sache. Glückwunsch und wir sehen hier auch, also zumindest von den Truppen her, noch nicht ganz von den Helden her, ein Rathaus. RH9 Max zumindest von Truppen. Ich denke mal, die Base wird genauso aussehen. Er hat natürlich keine Verteidigung gewonnen. Ab Titan wird das schon ein bisschen schwieriger, gar keine Frage. Und mit so einem Dorf natürlich gar keine Frage. Was Besseres? Okay. Ist also
auch tatsächlich was Besseres. Er ist in Titan, ist damit natürlich nichts Besseres, als wir alles auch sind. Aber er knüppelt hier den King hoch, pumpt hier auch wie ein Irrer. Das heißt also, er ist wirklich ein aktiver Angreifer hier an der Stelle. Nutzt sicherlich immer die langen Pausen. Und hat hier noch nicht mal alles Max, also Gold und Elex sind hier richtig gut befüllt. Hat aber auch in der Clanbook, sieht man ja was. Und ist aber jetzt noch am Hochknüppeln der Kanonen. Okay, ist auch nicht schlecht. Also hat wahrscheinlich rückwärts angefangen. Erstmal hier die X-Bogen, dann die Bogenschützentürme, Magiertürme und jetzt kommt halt das andere goldene Zeug. Also so kann man es auch machen. Und er hat hier bei mir im Forum geschrieben, beziehungsweise in den Kommentaren. Moin Toto, finde deine Videos super gut. Und falls es auch noch möglich ist, kannst du mich mal besuchen. Das habe ich damit getan. Leider bietest du uns eine ganz, ganz komische Base. Aber lieben Gruß trotzdem und vielen Dank, dass du deine richtige Tech hier reingeschrieben hast. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. So, dann haben wir den Justin. Mal sehen, ob er im Spiel auch so heißt. Viele haben ja ganz, ganz andere Namen. Aber es ist der Superkiller von dem Clan German Fighter Clan Level 2. Er ist ältester. Hat ja, nette Clan-Kriegssterne gemacht, 443, das ist so in Ordnung. Hat drei Defenses, ja, da gucken wir gleich mal in die Base rein. Und truppenmäßig sieht das auch noch ganz gut aus. Ist ein Rathaus 9, 14er King, Ever Queen. Ja, durchwachsen. Also, finde ich glaube ich, in Ordnung. Oh, schöne schwarze Base schon. Und, aber auch hier, ja, okay, der King geht jetzt erstmal auf 15 hoch. Ja, das machen auch einige. Einige sagen sich auch immer, ich mache mal erstmal den King. Und hau dann die Queen hinterher, weil sie den King wichtiger finden als die Queen. Kann man auch machen. Also ich kenne da ganz, ganz viele, die das so durchgezogen haben, wo die Queen nie vor dem King war, sondern der King immer ein paar Level höher war. Und er macht ja auch schon die ersten Mauern auf 10. Also super Ding hier. Und das Dorf, ja, ich glaube, meiner ist da zweimal hier oben gehalten. Nee, dreimal sogar schon. Und vermutlich gar nicht so schlecht. Hier werden zumindest die Luftabwehren so ein bisschen noch mit anderen Defensivgebäuden geschützt, ja, wenn auch nicht ganz, aber er braucht natürlich auch noch hier Gold und Elex, das heißt also, die Lager stehen nicht ganz, ganz außen, denn die haben ja viele Hitpoints, die man auch gerne nach außen stellt, dann musst du als Gegner erstmal hier die Truppen hier runterklopfen und das finde ich immer, ja, dauert natürlich, ja, solange wie die Truppen dann so ein Lager hier runterklopfen, stehen sie immer unter Beschuss von der Defensive und er ist ja auch am Forschen. Ich rate mal, ich rate ja immer gerne, was forscht derjenige hier? Und Mann, gibt's gar nicht. Noch keine Schweinereiter auf 2, das ist doch der Hammer. Also, Mann, mach die Schweine hier, die Schweine auf. Level Rathaus Level 9 sind hier eine absolute Top-Truppe. Und zusammen mit dem Golem, der natürlich auch 4 sein sollte, ist das hier wirklich eine Todeskombi. Aber in der Luft ist er schon relativ stark mit dem 2er Hund und den 6er Loons. Also, da geht was. Wo auch was geht, ist bei mir im Nachtdorf. Hurra! Ja, das will ich kurz mal einspielen. Ja, immer mal ein bisschen flexibel bleiben. Also hier im Nachtdorf, ihr seht das hier, meine beste Marke. Ja, so langsam mit ein bisschen besserer Def, mit ein bisschen besseren Truppen gelingt mir hier auch mal was. Und ich bin mir im Moment ganz unschlüssig, was ich weitermache. Denn ich habe die Nachthexen freigeschaltet. Mehr aber auch nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir in diese Base hier reinkommen. Also tatsächlich die Truppe, die ich im Moment sehr, sehr gerne nehme, sind 3 Babydrachen. Und dahinter die Megamutanten, die nehme ich manchmal auch pur. Also wirklich nur die. Und bin mit der Armee manchmal zufrieden. Manchmal bin ich mit der Armee nicht so gut zufrieden. Aber mal gucken, dass der jetzt nicht ganz so hart in den Zerschmetterer läuft. Vielleicht kann ich sie auch noch mal... Ah, die Luftbomben, die setzen mich immer... Ah, der läuft noch gar nicht in den Zerschmetterer. Das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt ist aber drin. Und kann ich noch mal zünden? Nein, ich kann leider nicht noch mal zünden. Und die sind mir alle ein bisschen weit nach außen geflogen. Da sind jetzt zwar noch 2, 3 drin. Aber die Base war schon ein kleines bisschen stärker als meine. Mal gucken, ob das überhaupt gereicht hat. Nachtdorf. Nach wie vor bei dem einen oder anderen beliebt, bei dem einen oder anderen nicht beliebt. Das ist ja auch immer unterschiedlich. Da streiten sich ja auch die Geister. Und jawohl, haben wir gewonnen. 3207. Und ihr seht das hier mit 8, sie sind ja nicht mehr maxed hier auf 12. Aber immerhin hält meine Base. Im Moment baue ich natürlich auch nichts aus. Habe zuletzt meine Guardpost ausgebaut. Also hier diese Wachposten, die sind jetzt 2 Level höher.
und Nerven natürlich auch noch so ein kleines bisschen mehr. Der hatte immerhin 8er Kampfmaschine noch dabei und na, da haben mich vor gar nicht allzu langer Zeit haben mich da die Leute noch locker mitgedreiert, aber den ganzen Hexen hat es erstmal die Riesenbombe jetzt zerrissen, beziehungsweise die Riesenbombe hat die Hexe zerrissen hier. Und jetzt zerreißt es hoffentlich auch die Kampfmaschine, denn mit so viel Defense aus der hinteren Ecke am Rathaus, ja, keine Chance, 45%. Also ihr seht, hält. Ja, kann so halten, hält aber nicht immer. Und ich lese immer in meiner Textdatei, Markus vor 19 Stunden. Also nicht der Markus, sondern der Mark. Ich habe mich gerade verlesen. Hat hier auch geschrieben und Invalidtech natürlich mit Leerzeichen dazwischen. Er heißt auch Mark. Super, er ist vom Clan Kraftlos und da blutet mir wieder das Clasher-Herz. Ja, 5er King, 9er Queen und Schweinereiter noch nicht auf 2. Also das sind immer so Dinge, die fallen mir sofort auf. Schweinereiter noch nicht auf 2, die Giftzauber und Erdbebenzauber noch nicht auf 2. Den Wut noch nicht auf 5, den kriegst du ja schon auf Rathaus 8 auf 5. Also, Mann. Leute, was macht ihr denn? Mark. Ah, okay, die ist aber auch noch nicht so super stark. Also, vielleicht passt es auch zu den Helden. Ich sehe auch, dass die Queen da hochgeknüppelt wird. Die X-Bogen sind noch nicht so stark. Also, vom reinen Gefühl her hätte ich jetzt sagen können, ja, das lasse ich mal durchgehen. Aber, oh, Mensch, Leute, sind wir mal ehrlich. Na, guck mal. 5, 4, 4, 3. Boah. Ach, da hätte schon im Rathaus 6, Rathaus 6, 7 hätte da schon mehr gehen müssen. Und bei 8 ganz versäumt und dann gleich auf 9 gezogen. Also, Leute, rush doch nicht so durch. Mark, ich meine, du hast mir das geschrieben. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht sauer, dass ich deine Base jetzt nicht als so Hyperbase hier bewerte. Aber sie defft immerhin 49 Mal. Viele droppen natürlich hier unten in Silber auch ihre Pokale. Also von daher, hol bitte viel, viel nach. Immerhin hast du die Clanburg auch noch nicht hoch. Oh, und die Lager hier auch noch nicht. Mann, Leute. Ach, da blutet mein Clasher-Herz. So. Ich hoffe, das Clasher-Herz blutet mir nicht beim Hulk Royal, der mir auch geschrieben hat, kannst du mich bitte mal besuchen? Na sicher, machen wir das. Da drücken wir einmal Steuerung C und hier drücken wir einmal Steuerung V. So. Cooler Clan-Name, Behaarung. Echt krass. Hulk. Da ist schon mal ein Daumen nach oben für diesen Clan-Namen. Und hier sehen wir aber schon mal 22er King, 15er Queen. Ich glaube, das ist heute schon unser stärkstes Rathaus hier bald gewesen. Ein bisschen wundert es mich, dass hier so wenig 10er und 11er bei sind. Aber wir schauen mal rein. Oh, ist abgefarmt. Abgefarmt hier die... Ich hätte fast gesagt, die Internet-Base. Schade, als ich eben geguckt habe, war sie noch nicht abgefarmt. Ich nehme mal an, ja, die Queen pennt noch ein bisschen. Also ich war hier heute schon drin. Und ich kann euch sagen, dass hier das Rathaus steht. Nicht, weil es die größte Fläche ist, sondern weil ich es wusste. Und das ist ja eigentlich so eine typische Internet-Base hier. Hätte ich mal fast gesagt, die noch einige nach wie vor in den Clankriegen benutzen. Town Hall steht dann allerdings da, wo jetzt das schwarze Lager steht. Mauern so ein bisschen ausgeweitet. Und ich finde die Base als Farm-Base, ja, es geht so. Na, er wird natürlich wenig Defenses haben hier, weil sein Rathaus immer, denke ich mal, mitgenommen wird. Hier steht ganz, ganz wenig Defense rum. Und tut mir leid, Hulk. So kann ich das leider nicht bewerten. So, dann haben wir hier noch einen. Der Marvin hat geschrieben. Oh, das war gerade eine falsche Taste. Der Marvin hat geschrieben, wäre nett, wenn du mich besuchst. Ich hoffe, ich bleibe in deinen Augen nett, indem ich dich jetzt besuche. Und ich hoffe, oh Marvin, ich könnte jetzt auf den Invite-Button drücken, denn ich sehe eigentlich einen nicht so schlechten Neuner. Ja, 12er King, 12er Queen, also das Pärchen passt zueinander. Und Truppen, ja, 4er Golem, 4er Hogrider. Ich hoffe, dass die Hogrider bei dir im Labor laufen. Und der Rest ist... gar nicht mal so schlecht. Und du bist im Moment auch in der, oh, war schon in der Titan League? Jo, war, hat schon mal einen Ausflug in die Titan League gemacht, auch nicht schlecht. Und prügelt hier auch den King hoch, also geht schon voran hier, hat aber schon eine Maxed Out Def hier, ist auch nicht schlecht, hat 22 Truppen, hat die Clanburg und hat keinen Clan. Marvin, was los? Was los? Da könnte ich dir einen Platz bei True Wars 2, wenn ich sogar 1 anbieten, wenn du ein bisschen älter bist.
Und ja, schade, die Fenster gewinnst du natürlich nicht mehr hier oben in diesem Bereich hier. Aber ich denke mal, es lässt sich gut das Dunkle hier für die Heldenfarm. Und wir sehen hier, auch wenn hier nichts mehr zu tun ist, denke ich mal, trotzdem eine aktive Base. Sonst wäre zumindest der Bauarbeiter nicht beschäftigt und das Dorf würde hier nicht stehen. Man kann das ja immer so ein bisschen an den Lagern ausfindig machen. Ja, Marvin, da warst du eben online, hast deine Lager geleert. Also in unteren Ligen wird diese Base sicherlich gar nicht mal so schlecht halten. Eine Ringbase ist auch nicht immer ganz so einfach zu knacken im RH9-Bereich. Und auch hier schützen eigentlich genau diese Defense-Gebäude hier die Luftabwehr. Die steht sehr tief hier. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also die sind dann schon sehr, sehr stark hier auf einen Fleck. Aber er hat hier natürlich noch eine rumhampelnde Queen in der Mitte. Also hier wird es auch schwer sein, mit Luft anzugreifen. Und ich sehe gerade auf dem Tacho, da steht bei mir, also auf die Uhr, da steht bei mir, Thorsten, du musst Schluss machen. Nein, mache ich noch nicht. Wir machen noch einen Hauruck hier im Nachtdorf. Und ihr könnt mir gerne unter dieses Video in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes hier machen soll. Denn ich weiß es noch gar nicht. Ich spare auf was Teures, aber ich weiß noch gar nicht, auf was es ist. Und ob ich die Nachthexen weiter leveln soll oder doch lieber erstmal den Riesen auf 12 bringe und dann ja doch vielleicht mal mit den Nachthexen weitermache. Aber ich denke mal, hier nehmen wir unsere gewohnte Kombi. Ich nehme jetzt aber tatsächlich erstmal die drei Drachen hier, die hoffentlich jetzt, ja, da wird jetzt schon so ein bisschen die Luftabwehr getankt. Und ich komme hier auch manchmal ganz gerne über Ecke rein, muss aber ein bisschen gerade auch reingehen. Also mindestens hier so die ersten, oh, voll die Luftbomben, Alter. Ja, die Leute sind natürlich auch ein bisschen drauf eingestellt. Und ich hoffe einfach nur, dass der jetzt in das Kreuz geht. Ja, das macht er auch, das ist super. Das sollte er tun. Denn ich habe ja die Hoffnung, dass da der Zerschmetterer weggeht. Der Crusher tut mir jetzt nicht ganz so weh. Und ja, so ein bisschen der Bogenschützenturm, geht da noch was. Mal sehen, wo die Kampfmaschine jetzt als erstes hingeht. Die geht erstmal, ah doch, sie geht ja auf die Meisterhütte. Da haben wir schon mal unseren zweiten Stern. Vielleicht noch auf den, der ist nämlich fast down, jawohl. Aber zünden können wir sie nicht nochmal, 56%. Leute, das ist nicht schlecht. Das ist in Ordnung so. Und wir haben, oh, wir haben da noch einen Mega-Mutanten hier. Jetzt ist er aber auch weg. Okay. Dann ist es das auch gewesen hier. Wir haben wieder gewonnen. Mann. Aber Dorfbesuche mit dunkler Base hier, die kann ich immer noch nicht bewerten. Und ich habe jetzt, ja, wie gesagt, schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Was soll ich hier weitermachen? Lieber den King hier, also die Riesen, Entschuldigung, die Riesen auf Level 12 oder schon mal anfangen mit der Hexe so ein bisschen weiterzumachen. Ich weiß es nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die ist ein bisschen genervt worden und ich hoffe, die Dorfbesuche hier haben euch trotzdem wieder gefallen. Ich hatte ja wieder ein paar bei mir mit drin und ich habe jetzt auch noch ein paar offen, aber die Folge wird einfach zu lang. Wer sich jetzt hier nicht drin gesehen hat, postet mir ruhig wieder eure Text unter dieses Video und nach Möglichkeit, wenn ihr euren Post sofort sehen wollt, ohne das Raute oder das Hashtag-Zeichen vor der Nummer, dann landet ihr garantiert sofort in den Kommentaren, sonst muss ich euch das erst später freigeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns diese Woche sowieso noch öfter. Bis dahin, euer Toto. Flasht.